Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei ARK Survival Evolved mit dem Danger. Hallöchen. Und wir haben zu viel Zeug. Und zu viel Fleisch. Echt geil aus deiner Rüstung. Ja, komm, sei still. Ich gehe mir auch gleich Zitin irgendwo her suchen. Okay, ich stehe nicht mal dazwischen hier. Schade. So, dann setze ich hier noch ein bisschen Fleisch rein. Weil ich sonst nicht mehr weiß, wohin damit. Große Box kann ich nirgendwo hinsetzen. Hä? Unsere Bude jetzt hat wahrscheinlich zu voll. Ja, das Dach ist so hoch. Nicht hoch genug, meinst du? Ja. Hey, warte, dann komm her, dann robben wir halt hier ein Loch ins Dach. Obwohl, warum mache ich es mir so schwer? Bringt nix. So, jetzt müsste doch eigentlich hier nebenhin passen. Ja. Um den Ausbau, um den Wiederausbau kümmere ich mich dann später. Jetzt will ich erstmal durch die Gegend fliegen. So, alles klar. Dann kann man jetzt hier den ganzen Rahmen reintun. So, dann würde ich spätestens jetzt sagen, dass wir dann langsam eine zweite Etage hier drüber bauen. Oder wir suchen jetzt mit unseren Flugsauriern ein besseres Plätzchen. So, warte mal, der hatte ein Level up. Einzige Problem ist, ich komme nicht ins Inventar. Hier, guck mal, mach mal hier bei Flugi, ich komme nicht ins Inventar von ihm. Moment, ich muss mal eben mich noch ein bisschen entledigen. Wo ist dann unser anderer Flugsaurier ist weg? Der ist weiter Richtung Hang runter, weil ich war ja zu voll. Ich konnte den letzten Part nicht hierher holen. Nur mal eben das mit dem Fleisch lösen hier. Das muss da rein. Das nehmen wir raus. Na? I believe I can fly. So, da unten, ne? Ob, den sehe ich schon von hier. Ja, das ist er. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu schwer, aber eigentlich müsste es gehen. So. Ja. So, wollen wir da mal losfliegen? Ja, können wir machen, wenn ich jetzt mal aus dir rauskomme hier. Ah, jetzt. Nee. Das einzige Problem, in welche Richtung. Und vor allem immer auf die Ausdauer achten, weil wenn die leer ist, fallen wir runter. Auf jeden Fall Landesinnere. Also landeinwärts. Wo bist du eigentlich? Da. So wie wir eigentlich schon gewandert sind, ne? In die Richtung. Ja, wie gesagt, ich folge dir mal. Ach, da bist du. Ich bin hinter dir. Aber ich sehe gerade. Fliegen ist schöner. Aber ich sehe gerade, wenn du es so willst, na, Ausdauer. Er braucht zwar ein bisschen, aber es hält. Gib doch mal Gas. Ja, ich weiß nicht, kann ich den mittlerweile. Oh, Movement Speed. Oh, da hinten ist ein Vulkan. Warte mal, jetzt fliege ich erstmal hier ein bisschen hoch, damit ich was sehe. Ja, ich erhöhe auch nochmal. Warte. Ich nehme erst die Box damit. Ja, willst du wirklich holen? Warum nicht? Wenn wir hinfliegen können? Wozu haben wir hier Flugis? Ja, ich habe keinen Bock gerade zu landen. Das ist so schön. Scheiße, jetzt komme ich hier nicht hoch. Ja, willst du mich jetzt veräppeln? Muss ich jetzt hochfliegen oder was? So, hier hinten sind wir schon gewesen. Wo die Spinne mich angegriffen hat. Boah, letzte Part, glaube ich. Warum komme ich da jetzt nicht ran? Auch dann nicht. Bist du immer noch bei dem? Ja, ich komme irgendwie nicht rein. Aber hey, jetzt komme ich doch in sein Inventar rein und ich gehe mal auf Stamina. Oh, er hat mehrere Level up. Nochmal Stamina. Health.
Stormino, wie viel Level hatten der? Yay, jetzt ist er Level 5. Also ich konnte dreimal upgraden, hab Level 8. So, wo bist du? Aber wahrscheinlich ein bisschen, also über dem See bin ich jetzt noch. Eigentlich gerade, oh, Ruckler, immer nur steil hoch. Ah, da kommst du, oder? Gut möglich, wenn du das da bist, oder bist du da unten? Nee, ich bin hier oben. Ja, hier so ein bisschen im Kreis. Das müsstest du dann sein, ich sehe noch keinen Namen, deswegen. Wie gesagt, hast du immer ein Auge auf die Stamina? Ja. Auch schon zur Hälfte runter. Lädt sich ja schnell auf, komm, dann landen wir hier mal kurz eine Runde. Ja, ich... Hier ist ein großer See oder ein Fluss. Sieht auch aus wie dieses neue Sumpfgebiet hier unten. Könnten wir uns dann bald Frösche holen. Ach guck mal, mit Shift kannst du sogar schneller fliegen. Oh, boah, dann sind wir gar nicht mehr so weit weg vom... Echt? Ah, klar. Ja. Sind wir ja gar nicht mehr so weit weg vom... von dem Vulkan. Naja, der ist schon ein Stückchen, wenn du so guckst da hinten. Boah, hier unten, was geht denn da ab? Ich hab dich schon wieder aus den Augen verloren. Ja, ich muss mal kurz landen. Alter, hier geht richtig was ab. Hier sind so viele verschiedene Dinosaurier. So, du bist nämlich mal an immer noch bei dem See. Ja, ich bin sozusagen gerade wieder bei der Versorgungskapsel. Ach, du bist zurückgeflogen. Bin jetzt wieder über dem See. Du das hier? Ich steige gerade auf. Ja, das bist du dann. Ja. Bin sozusagen, ja, da bist du. So, in welche Richtung verschlägt es uns denn jetzt? Ja, ich wollte nochmal hier bei dem Sumpfgebiet rüberfliegen. Da kannst du auch, wenn du hier runter guckst, dieser kleinen Lichtung hier unten, wenn man so will, da geht's richtig ab. Da hast du alles, eigentlich. Ziemlich fiese, aggressive auch dabei, ne? Oh ja, Gott, guck mal, Krokodil, da ist sogar eine Schlange. Was? Ja, zwei Schlangen. Wow. Ja, diese komischen Pferdedinger. Ich wollte gerade sagen, ich muss ein bisschen aufsteigen. Ich habe keinen Bock, dass die mich aus der Luft holen. Ja. Und es wird hell. Man weiß es ja nicht, ne? So bei so einem, an so einem Bronto möchte ich nicht vorbeifliegen. Nee, definitiv nicht. Und hier ist auf jeden Fall Sumpfgebiet. Ist schön, hier gibt's eine nette Artenvielfalt. Oh! Jetzt plumpse ich nach unten in den Sumpf. Warum? Ich hab nicht auf meine Dings geachtet. Hilfe! Oh, nicht hier unten. Und ich, okay. Und ich hab's dir so oft gesagt. Okay. Okay. Das wird mein Tod und ich werde alles verlieren. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Boah. Wow. Ja, mein Flugi Mein Flugi ist weg. Ich komme nicht raus aus der Pisse. Warte, wo bist du? Wenn hier nicht so viele Bäume wären. Scheiße. Raptoren waren da unten. Warte mal, da ist... Da ist unser Flugsaurier. Scheiße, der wird natürlich auch gerade angegriffen. Oh! Das heißt, ich komme auch gerade nicht an ihn ran, um ihm zu sagen, er soll mir folgen. Och Mann. Scheiße, jetzt lande ich. Nein! Dasselbe Schicksal. Leider ja. Nein! Da hast du keine Chance. Weil ich aus Versehen Leertaste gedrückt habe.
Nein. Das Schlimme ist, unsere Flugsaurier leben ja noch, ne? Ja, auf die gehen die nicht drauf. Doch, aber die fliegen. Die wissen doch, wo es zu Hause ist. Ich wage zu bezweifeln, dass die zurückkommen. Oh, ich krieg einen zu viel. Aber ausgerechnet über dem Sumpfgebiet. Es war so typisch. Dann habe ich noch versucht, unseren Martin zu retten. Drückte falsche Knopf und dann kamen die, ne? Ja, richtig geil. Das hat sich gelohnt. Kann man nur drüber lachen. So, unser Hyde ist auch fast alle, unser Zetin ist alle. Weißt du was? Ich würde dann fast sagen, der See hier oben, dass wir an dem bauen. Ja, willst du jetzt die ganzen Sachen wieder mit rüberschleppen oder wie? Ja, so Stück für Stück, also, weil ich finde jetzt da unten war ein bisschen zu krass. Du bist bloß mal, ich weiß nicht, wo der See genau war hier oben. Wo wir das letzte Mal wandern waren. Rennt da gerade mal so ein bisschen rum. Ach Mann, ey. Wieder Grundausstattung basteln. Ach hier. Oder halt an dem... Na guck mal, das Problem ist, wo wir jetzt sind, dass an diesem Hang lässt sich's halt blöd bauen. Oder hier oben. Hier ist eigentlich auch nicht schlecht. Hier oben an dem Wasserfall. Boah. Ist ja alles flach hier. Obwohl, auch nicht so ganz. Mal kurz gucken, was gibt's hier eigentlich so für neue Sachen, die ich lernen könnte. Weil ich überlege ja, wir müssen ja, wenn wir die Wasserleitungen nutzen, ne? Muss ja irgendwo sein, wo wir die auch bauen können. Das war ein cooler Ausflug. So. Ja, ich kann mir auch erstmal alles basteln hier. Oh, wir haben gar kein Holz mehr. Ah, hier, was? Hast du noch was? Zack. Zack, hier für die Grundausstattung. Ah, warte mal, Rüstung war hier hinten noch drin. Hm, die schöne... Oh, hast du schon rausgenommen. Brauche ich denn zum Reparieren? Chitin und Hyde. Haben wir auch nicht mehr, ne? Hyde haben wir hier noch 23. Quatsch. Das war doch hier drin. Nee. Eigentlich sollte es hier mit drin sein. Aber ist es nicht. Egal. So, das heißt für mich, ich gehe jetzt erstmal einen Haufen Narcoberries sammeln. Für? Narcotics? Jep. Willst direkt wieder einen Flugsaurier haben? Jep. Hallo, wir sind geflogen. Ja, und jetzt laufen wir wieder. Ja, nächste Problem daran ist dann jetzt einfach, dann brauchen wir wieder einen Haufen Hyde. Oder wir rennen dahin und gucken, ob die zwei noch leben. Was ich aber irgendwie nicht glaube. Bis dahin rennen. Hast du gesehen, was da los war, ne? Ich glaube, mich haben 4 Raptoren verfolgt oder so. Und ich kam auch nicht raus aus dem Sumpf. Durch die Mangrovenbäume da. Es gab nirgendwo einen Ausgang. Gesundheit. Ja, danke, ging mir genauso. Ja, wie ich die Woche in vielen Let's Plays schon gesagt, ich bin ein bisschen angeschlagen. Regnet, es regnet. Ja, ist ganz normal. Bei dem Wetter. Naja, es ist scheiße warm für November. Aber ich glaube, das ist es ja gerade, dass man das dann unterschätzt, ne?
Abwehrkräfte sind nun mal nicht mehr ganz so fit jetzt zu der Zeit, ne? Werden mehr beansprucht. Und ich sag's mal so, ich wette mit dir, da jetzt so scheiße warm noch ist, der Winter, der wird böse. Ja, das befürchte ich leider auch, aber was. Naja, dafür, ich hab jetzt wenigstens endlich wieder Winterreifen drauf. Ja, das muss ich noch machen lassen. Ja, ich hab's selbst gemacht. Ja, wollte ich auch, aber. Ja, das Beste war noch, ich hole die Reifen aus dem Keller, merke, einer ist platt, fahren die Tanke, machst du wieder Druck drauf, auf einmal, Ventil kaputt. Yay, kommt richtig voll auf. Hatte ich auch schon. Aber bei mir war das Problem, da sind solche Kappen drauf, ne? Und was ist, meinst du Ventilkappe? Nee, auf diesen Schrauben, die habe ich nicht runtergekriegt, also mir fehlt dieses Werkzeug dafür. Ah, das ist auch ärgerlich. Und dann, wenn ich jetzt mir dieses Teil da hole, kann ich auch für 10 Euro oder 15 Euro gleich wechseln lassen, die Reifen. Deswegen werde ich dieses Jahr wohl mal wegfahren. Also dann kommende Woche mal einen Termin irgendwo machen. Ich wollte gerade sagen, da musst du dich auch langsam beeilen. Na, obwohl jetzt bei dem Wetter nicht mehr so. Ich könnte mir vorstellen, bevor 2-3 Wochen, wo es kurzzeitig so kalt war, da haben die meisten wahrscheinlich schon gewechselt. Aber ist das. Entweder ich kriege einen Termin und es geht woanders hin. Da hinten, am Metall war hier hinten drin. Ja. So, was habe ich denn jetzt? 63 Narcoberries, das langt noch nicht. Batch. Und jetzt kann ich mal anfangen, hier Werkzeug zu machen. So, aber. Ob wir jemals wieder fliegen werden, seht ihr in einer der nächsten Folgen. Und ich sage schon mal, gehabt euch wohl und tschüss. Genau, von mir auch. Haut darin, bis dahin. Tschüss.